Heute bin ich nochmals in Tübingen, genauer in einer Ausstellung von Bildern des Künstlers Uli Viereck im Wilhelmstift. Vom 5. Mai bis zum 24. Juni 2011 sind diese Bilder hier zu sehen. Ganz genau stehe ich hier vor einem dieser Bilder. Und nicht nur ich stehe hier, sondern auch der Künstler Uli Viereck. Wir schauen auf ein Bild, welches eigentlich im Mehrgenerationenhaus in Reutlingen hängt. Wir sehen den heiligen Franziskus und die heilige Clara. Wir sehen ein Gesicht im Hintergrund und auch die Monstranz, die die heilige Clara trägt. Auch die Rosen und den Wolf. Es ist ein interessantes Bild. Ich frage mal den Künstler Uli Viereck, was ist für Sie das Wesentliche an diesem Bild? Die tiefe Dimension dieses Bildes ist ein Gesicht Christi, das durch das Ganze hindurch leuchtet. Die Heiligen sind ja Gestalten, die uns Christus nahe bringen, durchscheinen auf ihn hin. Und diese Gestalt Christi, das ist so die Folie dieses ganzen Bildes auch. Also auch ein Künstler arbeitet eigentlich Bilder aus, die er vielleicht im Inneren auch trägt. Und durch ihn erscheint letzten Endes auch Christus ein ganzes Stück weit durch. Wäre für mich der Idealfall. Wenn das gelingt in einzelnen Bildern, bin ich ganz glücklich darüber. Und mit Gottes Gnade, denke ich, kann so etwas gelingen, durch Bilder, durch Kunstwerke und durch vieles andere auch, was uns umgibt. Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger Pater Alfred Tönnies und der Künstler Uli Viereck.